Hallo Hakan, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Herzlich willkommen. Danke. Magst du dich mit deinen eigenen Worten einmal vorstellen und so ein bisschen Hintergrund auch geben zu dir als Person? Wo kommst du her? Was macht dich aus? Wo willst du hin? Ja. Genau, Name ist Hakan Demir, wie man vielleicht raushören kann. Kommen meine Großeltern und Eltern aus der Türkei. Mein Großvater ist 1970 nach Deutschland gekommen, nach Krefeld, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Mehr noch, sein Enkel, also ich, bin jetzt in den Bundestag gewählt worden für Berlin-Neukölln. Und ich glaube, er wäre ganz stolz darauf gewesen. Ganz bestimmt. Und du hast mir im Vorfeld verraten, dass du dieses wichtige Thema jetzt auch in deinem politischen Amt voranbringst, richtig? Klar, also Vielfalt ist ganz wichtig. Und ich bin auch jetzt der Berichterstatter im Innenausschuss für beispielsweise das Staatsbürgerschaftsrecht, das Einwanderungsrecht, Arbeits- und Bildungsmigration. Ich möchte natürlich, dass diese Gesellschaft, dieses Einwanderungsland weiterhin Einwanderungsland bleibt, dass wir auch anderen Menschen, wie meinem Großvater damals, eine Möglichkeit geben, hier hinzukommen und sich entfalten zu können. Und das ist das, woran ich gerade auch arbeite und die nächsten 4 Jahre arbeiten werde, dass dieses Land weiterhin offen und solidarisch bleibt. Und wie hast du als Kind, als Enkel dieses Großvaters, der nach Deutschland mit seiner Familie gekommen ist, unser Land erlebt? Also ich bin in einem Arbeiterviertel aufgewachsen mit sehr vielen türkeistämmigen Kindern. Und sagen wir mal, da war es mehr oder weniger homogen, weil es viele, viele türkeistämmige Kids gab. In der Schule war es dann natürlich ein bisschen bunter. Und es ist so gewesen, dass in diesem Arbeiterviertel auf der anderen Seite der Wohnungen ein Zaun war. Und wir haben auf unserer Seite immer bis 22 Uhr immer Fußball gespielt und so weiter. Und auf der anderen Seite war es ein bisschen ruhiger. Da gab es halt so schöne Balkons. Um 6:30 Abendbrot wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Da hat keiner um 22 Uhr gespielt. Die hatten natürlich auch Kinder da. Aber man hat schon gemerkt, da auf der anderen Seite, da sind andere Menschen. Also da sind jetzt keine türkeistämmigen Menschen. Die haben schönere Balkone. Denen geht es vielleicht auch ein bisschen besser. Und dieser Zaun, den gab es da. Und wir haben den Zaun nur überwunden, weil mal vielleicht ein Fußball rübergeflogen ist. Und dann ist man mal kurz rüber. Und das war's. Und das war schon so irgendwie das Gefährliche quasi. Und dann sind wir halt wieder schnell in die andere Welt zurück, in Anführungsstrichen. Das habe ich schon als Kind gespürt, dass es verschiedene Welten gibt. Aber ich war mit meiner Welt sehr glücklich. Ich bin in eine Familie hineingewachsen oder hineingeboren worden in Krefeld. Da war mein Großvater, also meine Großmutter, also die Großeltern lebten zusammen mit meinen Eltern, mit Onkel und Tante, also 6 Personen neben mir. Und ich hatte natürlich immer Personen, mit denen ich dann spielen konnte. Und ich glaube, das hat mich auch nochmal geprägt. Ich glaube, wenn man so zusammen wohnt, glaube ich... Sie hat in einer Wohnung gewohnt? Es war eine 3-Zimmer-Wohnung, also genau, zu siebt. Mhm. Und ich muss schon im Nachhinein sagen, es war einfach schön. Es war natürlich warm irgendwie. Also ist immer jemand da, immer oder? Jemand da, so wurde immer gekocht und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich hatte ich jetzt keinen Raum für, um Hausaufgaben zu machen oder sowas. Ne? War jetzt vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil man die ganz schnell gemacht hat. Und dann ist man rausgegangen und hat dann Fußball gespielt den ganzen Tag oder Verstecken. So. Und das war auch schön. Also so zwischen Autonomie und Bindung. Also ich bin rausgegangen irgendwie, ein kleines Kind, und habe halt gespielt. Und meinen Eltern war es halt okay. Aber wenn ich dann halt wieder Bindung wollte, dann war halt mein Großvater da oder irgendjemand. Und das war erstmal so eine sichere Kindheit. Aber gleichzeitig wusste ich aber auch, es gibt auch andere Welten. Und wie hast du dann die Phase deiner Schulzeit wahrgenommen? Hast du Deutschland als offenes Land erlebt? Hast du das Gefühl gehabt, es gibt Ausgrenzung? Wie hast du das wahrgenommen? In der Grundschule erstmal so nicht. Es war auch so, dass auch schon so 50-60% der Kinder so eine Migrationsgeschichte hatten. Und Ausgrenzung in der Schule nicht. Aber es war schon immer irgendwie klar, dass man ja irgendwie anders ist, in Anführungsstrichen, auch in der Schule irgendwie. Aber so richtig gemerkt im Nachhinein war es halt so, dass meine damalige Lehrerin gesagt hat, okay, der Hakan kommt auf die Realschule, was erstmal nicht schlimm ist, aber halt
wenn man sich die Noten angeguckt hat, die waren bei mir ganz gut. Meine Schrift war ganz schlecht, da hatte ich, glaube ich, eine 3, ist okay. Aber sonst hatte ich einen Einserschnitt. Und da hätte man eigentlich die Empfehlung fürs Gymnasium. Gymnasialempfehlung, genau. Hat sie nicht gemacht. Ja. Und ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh nee, richtig schlimm oder sowas. Aber ich glaube, das ist so systemisch ein bisschen, dass man denkt, jemand vielleicht aus einer Arbeiterfamilie oder vielleicht migrantisch schafft es auf dem Gymnasium nicht. Ich hatte auch, so, mein Papa hatte mir auch nochmal gesagt, ja, vielleicht denken die, dass man keine Nachhilfe zahlen kann oder sowas. Und dass man dann eher sagt, okay, das Kind soll es nicht schwer haben, deshalb schicken wir es auf die Realschule. Mein Papa hat gesagt, nein, hat mich dann aufs Gymnasium geschickt. Also der hat sich durchgesetzt, oder? Der hat den Dialog gesucht und hat gesagt, wahrscheinlich, was ist der Hintergrund und wir machen es anders? Oder wie war das? Also meine Eltern wussten schon ganz früh, wie wichtig Bildung ist. Und die wussten auch dieses dreigliedrige System in Deutschland und wussten auch, dass ich gute Noten habe und haben schon direkt das Gefühl gehabt, okay, unser Kind hat auch das Recht, dahin zu gehen. Absolut. Und haben sich dann ja nicht durchgesetzt, weil es ist ja keine Pflicht gewesen. Mhm. Also die Empfehlung ist ja eine Empfehlung, aber trotzdem natürlich schwierig, auch für meinen Vater, der da einfach gesagt hat, nee, ich will, dass mein Kind dahin geht. Und das war erstmal, glaube ich, jetzt im Nachhinein eine gute Entscheidung. Und gab es denn in deinem bisherigen Leben so einen Punkt, wo du empfunden hast, dass du dich für die Thematik, also für Diversität, für Integration einsetzen möchtest und da was verändern möchtest? Gab es das? Gab es so einen speziellen Punkt oder ein Ereignis, an dem du das festmachst? Weil ich meine, du setzt dich heute dafür ein, du machst die Situation für Migration besser, du arbeitest an Integration. Ja, es gibt nicht diese eine Anekdote. Es ist wirklich so ein Prozess von klein auf bis man halt irgendwie in die Pubertät kommt und so weiter. Man hat immer irgendwie das Gefühl, man ist irgendwie anders oder es gibt natürlich auch Sachen, wo Leute einen spüren lassen, dass man irgendwie anders ist, aus einem anderen Land kommt und so weiter. Und das verarbeitet man erstmal und vielleicht, also bei mir war es jetzt so, dass ich viel später politisch aktiv geworden bin. Also ich wusste natürlich, dass es zum einen eine unterschiedliche Behandlung von Menschen gibt, die vielleicht einkommensschwächer sind, das ist das eine. Und es gibt auch natürlich eine unterschiedliche Behandlung von Menschen, die einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Das war mir schon irgendwie klar. Aber das zu ändern, ist noch nicht bei mir so richtig gewachsen, sondern erst relativ spät. Also ich habe auch Politik studiert und Philosophie und habe mich mit den Sachen natürlich näher beschäftigt. Aber erst als ich dann nach Berlin gezogen bin, 2012, wurde ich politisch aktiv, war auf Demonstrationen, bin in Bars und Cafés gewesen, wo es immer Veranstaltungen gegeben hat. Und Berlin ist ja eine sehr politische Stadt und man muss sich schon eigentlich bewusst rausziehen, damit man nicht politisch aktiv wird, eigentlich, also so denke ich es. Und da bin ich halt schnell in die Partei, bin aber auch in Organisationen wie die Neuen Deutschen Medienmacher, die auch sich dafür einsetzen, dass die Medien vielfältiger werden. Oder auch war ich kurz Geschäftsführer von Deutsch Plus und da haben wir uns eingesetzt, dass das Auswärtige Amt einfach auch vielfältiger wird. Mhm. Weil zum Beispiel in anderen Ländern, Großbritannien, sieht man, dass da der Auswärtige Dienst viel vielfältiger ist. Und bei uns ist es zumindest damals noch nicht so gewesen. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin so ist. Und da haben wir halt auch geguckt, was läuft da falsch und warum sind die russisch, Türkei und arabischstämmigen AkademikerInnen, warum sind die da nicht drin? Warum schaffen die das nicht? Warum gibt es keine DiplomatInnen? Also zumindest nicht so viele. Und solche Fragen haben wir uns gestellt und ich habe schnell gesehen, dass man das ändern sollte, weil es einfach ungerecht ist und unfair ist. Und bist du da mit diesem Anspruch, mit dieser Idee, es zu ändern, dafür mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, auf offene Ohren gestoßen? Kam das gut an? Ja, man muss ja mal gucken. Also ich meine, ich war 2012 noch ein bisschen jünger als jetzt. So, bisschen jünger. Und ja, da muss man nochmal, also diese Politik ist nochmal eine ganz andere Ebene. Man muss es ganz sensibel machen. Und ich war natürlich dann, was war ich denn da, 25, 26, 27 Jahre alt? Also auch nicht so jung, aber
Da wollte ich halt natürlich sofort alles ändern und irgendwie Anträge schreiben und Positionspapiere und so weiter. Und das kommt halt nicht so gut an. Ja. Also weil man ja auch noch nicht kennt, wie muss man das eigentlich machen. Die Prozesse. Ja, nee, da muss man aufpassen. Also wie kann ich jemanden einbinden? Mhm. Und das habe ich natürlich erstmal nicht gemacht und dann sehr viele Konflikte in der Partei gehabt, die damals auch noch, sagen wir mal, auch jetzt nicht so offen war, zumindest bei uns in Berlin-Neukölln noch nicht. Das war schon eher so, gab es schon Konflikte irgendwie, wenn man nicht sofort gesagt hat, wir haben ein Problem mit Migration. So. Und wenn man das nicht so, sagen wir mal, eindeutig gesagt hat, fand man das irgendwie vielleicht nicht so gut. Und ich war halt direkt jemand, der gesagt hat, klar, Vielfalt, Offenheit, das sind so wichtige Punkte. Aber da immer doch die Kritik bekommen, dass man vielleicht naiv ist und vielleicht die Probleme nicht sieht. Aber klar habe ich die Probleme gesehen und sehe sie auch heute. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Probleme zu groß mache und sage, das ist es und das ist die Generalisierung. Sondern ich gehe davon aus und das ist auch so, dass das Zusammenleben klappt. Mhm. Und dass es aber natürlich Fälle gibt, wo es nicht klappt. Und dass wir das auch klären müssen, das auch lösen müssen, aber ohne zu sagen, die sind so und so oder die sind so und so. Das hat mir damals auch schon nicht gefallen und mache ich bis heute nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich sage aber auch klar, gleichzeitig, es gibt Probleme. Und gleichzeitig weiß ich zum Beispiel, dass jemand, der Murat heißt oder Yasemin, viel schwieriger eine Wohnung bekommt. Und das will ich aber auch, dass das akzeptiert wird, dass man dieses Problem sieht. Also auf der Ebene. Überhaupt, dass man anerkennt, um es dann zu lösen, oder? Genau. Und ja klar, man muss es halt, genau. So wie man halt uns sagt, es gibt irgendwie Probleme, weiß ich nicht, ne, es ist gerade so, aber es ist kein Problem des Hintergrunds, sondern es ist ein soziales Problem, wenn beispielsweise Jugendliche, die eine Migrationsgeschichte haben, vielleicht jetzt nicht, in einigen Fällen nicht das beste Abitur haben, aber das liegt nicht, also der Grund ist nicht die Herkunft, die ethnische Herkunft, sondern es ist die soziale Herkunft und da müssen wir ran und deshalb habe ich immer das Soziale im Vordergrund gehabt. Also wie können wir zum Beispiel den Mindestlohn erhöhen, was wir jetzt machen werden? Wie können wir die Kindergrundsicherung erhöhen? Also all diese Sachen mir angeguckt, weil das ist eigentlich das Ausschlaggebende, was viele Unterschiede erklären kann in den Leistungen. Und dennoch wissen wir aber von vielen Statistiken, dass einfach 10% der Gesellschaft, also über viele Jahre hinweg, stabil auch ein geschlossenes rechtsextremistisches Bild hat, ein Weltbild hat. Das können wir so nachweisen. Es gibt eine Studie, deutsche Zustände. Mhm. Man hat sich das angeguckt. Da äußern sich halt immer wieder 10%, also eine repräsentative Umfrage der Menschen in Deutschland, schon geschlossen rechts. So. Und das ist halt auch klar. Und die Wahrheit müssen wir auch kennen. Und wir wissen zum Beispiel, dass es jetzt irgendwie letztes Jahr 20.000 Delikte gab, die eher in dem politisch rechten Spektrum sich befinden. Und deshalb finde ich das zum Beispiel auch ganz gut, dass unsere Innenministerin sagt, klar, wir haben ein Riesenproblem mit Rechtsextremismus. Absolut. Klar haben wir auch die anderen Extremismus. Man muss auch hinsehen, ne? Haben wir auch, aber das ist das größte Problem und das müssen wir jetzt anpacken mit einem Aktionsplan und so weiter. Und dafür setze ich mich auch ein, für die Stärkung der Demokratie, weil das ist eine Gefahr. Total. Wenn Menschen sagen, wir bringen jetzt andere Menschen um, weil sie einfach aus deren Sicht anders sind, dann gefährdet das schon den Zusammenhalt. Ja, und man muss eben sehr aufpassen, dass erstens diese 10% deutlich runtergefahren werden und nicht Mitläufer generieren. Ne? Denn wenn du nichts tust und unternimmst, wenn es keinen Aktionsplan gibt, dann schwimmt vielleicht der ein oder andere mit, weil er denkt, passiert ihm nichts. Ne? Und insofern ist das unfassbar wichtig. Ja. Jetzt unterstützt du die Kampagne Success is Diverse. Warum tust du das? Was hat dich dazu bewogen? Also, als ich jünger war, kannte ich tatsächlich nur Cem Özdemir als einzigen, der, sagen wir mal, irgendwie so aussah wie ich. Und das hat mich erst auf den Gedanken gebracht, dass man ja auch irgendwie Politiker sein kann und werden kann. Und das war, glaube ich, wichtig, weil sonst
fehlten mir ja irgendwie die Vorbilder. Mhm. Außer natürlich, ja gut, Fußballprofis hat man natürlich immer da. So. Aber auch mal Vielfalt in anderen Bereichen zu sehen, wie Politik oder Journalismus, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich versuche, es natürlich immer sehr so hochgestochen, natürlich auch ein Vorbild zu sein. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Ich weiß auch und ich höre das auch von Eltern, dass sie sagen so, hey, wir sind ja, stolz auf dich und unsere Kinder, die sollen auch was Gutes erreichen und so weiter. Und das erzeugt natürlich auch ein bisschen Druck, so weil man sagt, ja, so, okay, klar. So, ohne Druck geht das auch nicht. Erzeugt es auch, ne? Aber nee, es ist positiv. Also ich bin mir der Sache bewusst und ich würde mich natürlich freuen, und wenn die Kinder zum Beispiel jetzt in Neukölln irgendwie dann sagen, guck mal, der Hakan, mit dem können wir uns identifizieren. Der ist so aufgewachsen wie wir und wir machen jetzt das und das. Genau, es zeigt Möglichkeiten und Chancen auf. Ne? Absolut. Und es macht auch einfach Sachen nochmal verfügbar für viele Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist ja so, dass diese Stories von Menschen, die ein paar Hürden hatten und es am Ende irgendwie, sagen wir mal, geschafft haben, dass diese Geschichten nicht so oft erzählt werden. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Denn es gehört absolut dazu. Genau. Welches Leben verläuft nur ja, das im Raketenstart steil nach oben? Ja, also ich meine. Aber es gibt halt die Fälle, wo Menschen diese Hürden eigentlich weglassen. Und das finde ich schade. Absolut schade. Weil man erkennt oder man kann sich mit einer Person schwieriger identifizieren, denke ich. Weil ich glaube, man erkennt jemanden eher, wenn man merkt, wie ist er mit Hürden und Herausforderungen umgegangen. Und da merkt man, oh, okay. Weil das hilft ja auch, ne? Eigene Herausforderungen zu lösen und anzunehmen und nicht als ein Drama einzuordnen, weil man denkt, anderen passiert das nicht. Ja? Insofern ja. Absolut, halte ich auch für ganz wichtig. Und du setzt dich ja auch für Diversität insgesamt ein, für Chancengerechtigkeit. Einfach das, was du eben gesagt, Mindestlohn ist ein Thema, aber eben auch soziale Gerechtigkeit. Was ist dein dringlichster Wunsch? Was muss passieren? Nicht, was kannst du alleine bewegen, weil ich meine, alleine, ja, kann man viel bewegen, man kann Vorbild sein, aber es hat natürlich Grenzen. Aber was würdest du dir wünschen, wenn du so eine Superpower hättest? Was wäre das, was am dringlichsten gelöst werden muss? Was aber auch, sagen wir mal, realistisch wäre, richtig? Na, unbedingt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, also wir hätten die Möglichkeit, in Deutschland die Kinderarmut zu verringern. Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Kinderarmut auf. Hm. In Neukölln ist es fast jedes zweite Kind. Und wir haben eine Idee, die heißt einfach Kindergrundsicherung. Und die besagt, dass die Familien pro Kind einfach mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie aus dieser Armut rauskommen können. Und dieses Geld wird nicht verrechnet mit anderen Leistungen. Also momentan ist ja die Gefahr, sagen wir, jemand bekommt Hartz IV, also SGB II, und man erhöht irgendwie Kinderleistungen und so weiter, dann werden sie verrechnet. Und das ist kein guter Weg und da wollen wir raus. Und also Kids können ja gar nichts dafür, gar nichts. Und meistens können die Eltern auch nichts dafür, wenn sie Vollzeit arbeiten und am Ende des Tages reicht es trotzdem nicht. Und dann kriegen sie nochmal eine Aufstockung. Und deshalb gehört halt für mich zur Bekämpfung von Kinderarmut oder generell von Armut, dass wir natürlich gucken, dass wir Arbeit gerecht bezahlen und dass wir aber auch nochmal gucken gezielt, was kann man in den Familien tun. Und da ist zum Beispiel die eine Idee Kindergrundsicherung. Und wenn ich jetzt in 4 Jahren sagen könnte, ich war jetzt dabei, ich habe das mit vorangebracht, dass es vielen Familien besser geht, dann würde mich das natürlich auch glücklich machen. Und dafür arbeite ich halt auch, ja. Ein wunderbares Ziel. Herzlichen Dank für deine persönliche Perspektive. Herzlichen Dank für dein Engagement für Success is Diverse und herzlichen Dank, dass du heute da warst. Gerne.